Hallo Schütze und herzlich willkommen zum Fischevollmond Mini-Impuls. Wir starten in die Karten, gucken, was sie uns verraten. Und wie immer gilt, das ist eine öffentliche Legung. Sie kann, muss aber nicht mit dir persönlich harmonieren, resonieren. So rum ist richtig. Wir haben hier die Eulen liegen. Kommunikation, Gespräche, vielleicht aber auch kleiner Kummer. Wir schauen mal. Oh, eine mentale Blockade möchte aufgelöst werden. Ein Umbruch zeigt sich hier, eine Veränderung, neue Inspiration, die reinkommt. Ja, auf jeden Fall Veränderung. Auch mit dem Kompass hier angezeigt. Neuausrichtung, ein neuer Weg, neue Wege generell. Wir schauen mal, was das Tarot dazu sagt. Der Teufel. Ja, der Teufel liegt auch oft im Detail. Was für eine Thematik möchte hier bei dir aufgelöst werden? Welcher Schattenaspekt kommt hier möglicherweise beim Vollmond hoch? Aktuell ist es ja so mit dem Fische-Vollmond, es geht viel um die Emotionen, gepaart natürlich auch noch mit dem mit der partiellen Mondfinsternis kann es natürlich eine besondere emotionale Thematik sein. Eine alte Verhaltensweise, sich das nicht eingestehen wollen von den eigenen Gefühlen, die man hat. Ne? Die Gedanken dementsprechend auch wieder in den Einklang bringen, in Resonanz bringen mit dem Rest des Körpers. Weil wer das eine will, muss natürlich auch das andere zulassen. Und wenn man emotional natürlich in eine neue Verbindung gehen möchte, muss man sich natürlich auch vom Verstand her das erlauben und sich eingestehen, okay, hey, ich will ja mich verlieben, dann muss ich es auch verstandesmäßig zulassen. Also der Teufel hier auf jeden Fall ein Hinweis auf Themen, die verdrängt wurden. Themen, die auch zur Selbstbeeinflussung sorgen, Themen, die auch fürs Selbstvergiften sorgen. Natürlich auch eben schauen, okay, welche Co-Abhängigkeiten haben hier noch eine Rolle? Welche Verletzungen von anderen Menschen sind noch präsent, dürfen noch geheilt werden? Welche Fremdenergien trägst du noch mit dir herum? Ja, und bringst dementsprechend auch Energie auf, um diese Energien weiter rumzutragen. Ganz gleich wie dieses Lösen und zur Besinnung kommen, und da können natürlich auch Gespräche eine Rolle spielen, mit einem Coach, einem Trainer, ne, das könnte hier die Kraft nämlich auch repräsentieren, hilfreich sein, um letztendlich auch wieder in die eigene Kraft zu kommen. Weil solange du Altlasten mit dir rumträgst, Fremdenergien, Fremdsteuerung mit dir herumträgst, verbringst du so viel Energie damit oder verschwendest auch Energie damit, diese Energien weiterhin rumzutragen, anstatt zu sagen, okay, diese Körbchen, die können jetzt mal langsam am Wegesrande liegen gelassen werden. Also klärende Gespräche hier, damit wieder der gesunde Menschenverstand Einzug halten kann und auch das Entscheiden für die Liebe jetzt die Oberhand gewinnt, im Sinne von, es geht auch durch den Verstand endlich durch. Die Liebenden ist ja auch die Entscheidung, sich zu verlieben, ja, das Vertrauen ins eigene Herz zu haben. Und letztendlich unser Herz, unsere Gefühle per se sind ein absolut guter Stimmungsmacher, und wir erkennen mit unseren Emotionen zuerst, allererst, was richtig und was falsch ist. Wenn der Verstand aber von vornherein schon sagt, alles ist falsch, dann kann das Herz noch so viel schwingen und schreien, ja, ich will das. Mensch wird es nicht zulassen. Also hier die freie Entscheidung im Namen der Liebe, im Namen der eigenen Gefühle. Raus aus der Vergangenheit, vor allen Dingen auch aus den Konflikten der Vergangenheit, eine Wende einleiten. Sagen die Fünf der Schwerter, und damit auch mit neuem Optimismus und einer gewissen Horizonterweiterung auf Reise gehen. Ja, hier räumt sich so ein bisschen natürlich auch der Weg frei. Hier ist der gesunde Menschenverstand auch wieder also es geht ganz viel um den gesunden Menschenverstand hier. Ja, gesunder Verstand, nicht kranker Verstand. Krank im Sinne von Fremdsteuerung, Befangenheiten, alten Energien, die noch rumgetragen werden. Wir machen uns selber krank, wenn wir Dinge rumschleppen, die überhaupt nicht mehr präsent sind. Ja, Neuausrichtung hier raus aus Verteidigungsenergien. Sieben der Stäbe im Schattenaspekt ist immer so Positionskampf, ne? Das passiert ja auch sehr, sehr oft, ne? Oh, ich wurde in der Vergangenheit verletzt, deswegen bin ich jetzt so und so. Nein, nein. Das will ich hier nicht mehr hören. Ja, will ich nicht mehr. Das möchte kein Mensch hören, der sich mit dir in eine Verbindung begibt.
wenn du deine Vergangenheit als Vorwand vorschiebst und sagst, ich bin deswegen so und so, ich bin deswegen misstrauisch, ich traue mich deswegen nicht, dann ist das indirekt ein Vorwurf dieser Person gegenüber, obwohl die überhaupt nichts dafür kann. Ja, und das ist zeitgleich auch dein indirekter Korb, dem du diese Person gibst. Ja, wenn jemand wirklich eine gesunde Partnerschaft eingehen möchte, dann ist man sich dessen bewusst im Großen und Ganzen, dass jeder schon mal irgendwie Pakete getragen hat. Ja, also da darf es jetzt rausgehen aus diesem Positionskampf. Es ist Energieverschwendung und hält dich davon ab, glücklich zu werden. Und guck mal, hier hast du jemanden, der gut sein Schwert erheben kann und dir verstandesmäßig auch so ein bisschen, ja, Konter liefern kann. Schwertkönig ist hier eine Person, die wirklich auch hart ins Gericht geht. Mit dem wirst du es nicht so einfach haben oder mit ihr, wenn es bei dir eine Frau ist. Vor allen Dingen, wenn es darum geht, eben die Vergangenheit immer wieder als Vorwand vorzuschieben. Ne? Lustigerweise, Schwertkönig-Energie, ich bin ja auch Luftzeichen, hab damit ja gerade auch schon so einen kleinen Impuls geliefert, was auf dich zukommen könnte. Hier heißt es, du willst dich mit dem freien Willen für die Liebe entscheiden, heißt es natürlich auch, qualifiziere dich, lerne diesen Menschen kennen, ja, teile dich mit, höre zu, weil letztendlich entsteht daraus die Gesamtkomposition, die in die Erfüllung gehen kann, alleine nur, weil du dich hier öffnest und nicht mehr deine Vergangenheit vorschiebst. Hier geht es nämlich auch darum, Neues zu lernen und zu integrieren. So, was kriegen wir hier noch? Drei Karten, bitte. Was fällt da in den Schatten? Die Acht der Münzen, König der Kelche. Das kann die Thematik der Vergangenheit sein. Das ist nämlich genau das Thema. Schlechte Qualität hier in einer Partnerschaft ausbeuten und damit dumm durchkommen. Ich wollte gerade dumm kommen sagen. Ja, jemand hat dich als dumm verkauft, obwohl dieser Mensch dich ausgenutzt hat, dich emotional manipuliert hat. Da haben wir wieder das Thema. Ja, schiebst du jetzt diesen Menschen vor, um dieser potenziellen Geschichte, die sich hier zeigt. Ich kann jetzt nicht sagen, ob dieser Mensch schon da ist oder ob dieser Mensch erst reinkommt, ist völlig irrelevant. Schieb das nicht länger vor. Werde dir dieser Thematik bewusst, durchlebe das, arbeite auf und akzeptiere es. Lass es los. Lass einfach bitte los. Ja, bitte, bitte, bitte. Lass los. Die Vier der Stäbe, das ist nämlich genau das, was ich gesagt habe. Du wirst unglücklich und du wehrst dich hier ab, wenn du versuchst, deinen eigenen Konflikt in dem Fall, den du noch hast, zu vermeiden. Vermeidungsstrategien sind absolut nicht positiv, ganz im Gegenteil, hier sorgt es nämlich dafür, dass der Erfolg blockiert wird, dass hier auch Verabredungen abgesagt werden können. Wie gesagt, das liegt hier potenziell noch drin, wenn du wirklich deine Vergangenheit wieder als vermeintliches Schutzschild aufbaust. Möchte man gar nicht meinen, ne? Aber es ist tatsächlich so. Es ist eine Abblockade vor dem Neuen. Und das ist wichtig, einfach über diese Blockade im wahrsten Sinne des Wortes hinüberzugehen. Das wirst du immer wieder haben, egal welche Partnerschaften auf dich zukommen. Ja? Du wirst immer wieder gefragt werden, über diese Blockade hinauszugehen. Und auch die Frage wirst du immer wieder gestellt bekommen, wie lange willst du deine Vergangenheit noch als Ausrede benutzen? Ja. So, das war jetzt ein bisschen härter und ein bisschen länger hier, musste aber auch sein. Hier ist viel Potenzial in einer Partnerschaft gegeben. Wenn du Liebe willst, musst du Liebe in dir wachsen lassen. In dem Sinne, eine schöne Vollmondzeit. Auch wenn es ein bisschen hart ist, nützt nichts. Sage Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Liken, Kommentieren, vielleicht sogar auch Abonnieren und würde mich freuen, wenn wir uns bald wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben.